Liebe Geschwister, Allah Ta'ala möchte uns, hat uns nicht nur das Leben geschenkt, sondern er schenkt uns auch immer wieder Wiederbelebung. Nicht nach dem Tod in dieser Dunya, der einmalig sein wird und danach wartet das ewige Leben, sondern Wiederbelebung in diesem Leben. In diesem einen einzigen Leben schenkt uns Allah Ta'ala Wiederbelebung. Und er fordert uns dazu auf, dass wir uns wiederbeleben lassen. Denn er ermahnt uns im Koran: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O Leute des Iman, antwortet Allah, antwortet Allah und seinem Gesandten, wenn er euch dazu ruft, was euch Leben verleiht. Das heißt, ein Befehl an diejenigen, die einen Herzschlag haben, die einen Blutkreislauf haben, das heißt biologisch betrachtet am Leben sind, aber deren Herzen, liebe Geschwister, wie wir wissen, die Herzen, sie können den Tod des Nicht-Dhikrs sterben. Dass man sich nicht an Allah Ta'ala erinnert, das, liebe Geschwister, ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiedergab, eine Form des Todseins. Und lebendig sein bedeutet, mit Allah Ta'ala verbunden zu sein, seiner zu gedenken. Sei es in der Freude, die man genießt, sei es in der Geduld, die man auch genießt, von der man nämlich auch eine Menge lernen kann und durch die man Allah Ta'ala auch sehr stark nahe kommen kann. So oder so sind wir stets mit Dhikr verbunden, liebe Geschwister, und dies bedeutet für uns Leben. Wir sehen schon, diese Aya, sie arbeitet an unserer Einstellung, dass wir Leben gemäß dem definieren, was Allah Ta'ala im Koran definierte. Durch die Verbundenheit mit Allah Ta'ala, das ist, liebe Geschwister, das wahre Leben. Und die heutige Khutba, liebe Geschwister, ist einer Herzensreinigung gewidmet, einer Einstellungskorrektur gewidmet und sei es als Erinnerung, denn die Erinnerung, wie Allah Ta'ala sinngemäß im Koran sagt, sie nutzt den Mu'minin. فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Mit einem Missverständnis, liebe Geschwister, möchte ich von vornherein aufräumen und das hätte mir ein anderes Leben beschert, rundum. Nicht nur die Karriereaspekte, nicht nur die eigentlich wichtigen Aspekte, auch was den Genuss anbelangt. Hätte man mir dies gesagt vor 20 Jahren, subhanallah, wie viel mehr hätte ich profitiert. Nämlich die Wichtigkeit der Zeitplanung. Dass man seine Zeit plant, liebe Geschwister, ist sehr wichtig. Und das bereits auch in den Teenagerjahren. Jeder von uns sollte einen Zeitplan haben. Und damit man weiß, wie man richtig mit seiner Zeit umgeht, sollte man 1, 2, 3 Bücher, ja, und sei es Zusammenfassungen auf YouTube oder woanders, zum Thema Zeitmanagement durchgehen. Und ein Missverständnis, was aufkommen kann, dass Zeitmanagement, Zeitplanung selbst Zeitverschwendung ist. Aber nein. Jede Stunde, die ihr in euer Zeitmanagement investiert, liebe Geschwister, bedeutet Stunden, die ihr mehr gewinnt. Und wie gesagt, in beiden Bereichen. Im Bereich der Spannung, im Bereich der Anstrengung, weil man etwas erwerben möchte, Wissen, Vermögen, aber auch im Bereich der Entspannung, liebe Geschwister, im Bereich der Unterhaltung, natürlich im Halal. Zeitmanagement, liebe Geschwister, ist unheimlich wichtig. Und ihr merkt vielleicht auch schon an der Sprache, wir reden von Spannung und Entspannung. Ja? Das zweite Missverständnis, das kann sehr religiösen Menschen durchaus widerfahren, dieses Missverständnis, dass Entspannung, dass Unterhaltung, wie gesagt, wir bleiben im Rahmen des Halal, wir reden nicht von dem, was jenseits dessen ist. Das ist, steht gar nicht zur Debatte, liebe Geschwister. Aber dass man im Rahmen des Halal
seine Entspannung plant. Und liebe Geschwister, ich halte das für eine Pflicht für unsere heutige Zeit. Im betonten Sinne. Denn wer hier nicht seine Freizeit plant, der hat die Planung outgesourced. Dessen Planer der Freizeit ist der Scheitern. Wer für sich selbst nicht sorgt, im Halal sich zu entspannen und zu unterhalten und Spaß zu haben, für den wird der Scheitan sorgen, dass er eine Pseudo-Entspannung hat, ein Pseudo-Unterhalten hat. Ja, weil dies nicht wirklich die Seele, liebe Geschwister, nährt und nicht wirklich glücklich macht. Aber es ist eine, ja, eine täuschende Entspannung, eine täuschende Unterhaltung. Von daher lasst uns unsere Zeit planen. Und sie zu planen, liebe Geschwister, ist eine Form der Wertschätzung. Ist eine Form der Wertschätzung. Und der Prophet sagte ja, sallallahu alaihi wasallam, nutzt eure Freizeit, bevor ihr beschäftigt werdet. Und er betonte, nutzt eure Jugend, bevor ihr älter werdet. Weil gerade die Jugend, liebe Geschwister, Stärke mit sich bringt und Potenzial mit sich bringt. Und so finden wir auch, liebe Geschwister, im Leben der Prophetengefährten, dass sie sich auch im Rahmen des Erlaubten mit unterhaltsamen Beschäftigten, mit Entspannendem sich beschäftigten. Ja, Abu Huraira beispielsweise. Wir alle kennen Abu Huraira. Kein Muslim, der nicht Abu Huraira kennt. Denn wie viele Hadithe sind von Abu Huraira überliefert? Weit über 4000, liebe Geschwister. Und Ibn Umar und Aisha, Allah Ta'ala möge mit allen Prophetengefährten zufrieden sein. Auf Rang 2 und 3, was die Anzahl der Hadithe betrifft, die sie überlieferten, ja, sie kommen nicht über 3000. Aber Abu Huraira, er wurde Abu Huraira genannt. Warum? Aufgrund dessen, dass er gerne mit Katzen spielte. Sein eigentlicher Name, ja, wenn man das so bezeichnen möchte, denn er wurde stets Abu Huraira gerufen, also Vater des kleinen Kätzchens. Ja, und ich glaube, es ist auch eine spezielle Sorte, die Hirra im Arabischen ist diese orange-weiße Katze. Qitta ist der arabische allgemeine Begriff für Katze. Sein eigentlicher Name ist Abdurrahman. Viele Menschen wissen das nicht. Er pflegte mit Katzen zu spielen. Und es gab Dichtung in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dichtung, die zunächst von Omar getadelt wurde, weil sie keine kernreligiösen Inhalte hatte. Aber als es hieß, dass er bereits zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Dichtung in der Moschee vortrug, dann gab Omar nach und ließ dies zu. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, es gibt eine Zeit für dies und es gibt eine Zeit für das. Sa'a wa sa'a. Eine Zeit für dies und eine Zeit für das, liebe Geschwister. Wir reden von Spannung und von Entspannung, von Anstrengung und von Erholung. Aber oft, liebe Geschwister, und das ist auch ein Missverständnis, welches Allah Ta'ala uns immer wieder nehmen möchte durch unser häufiges Koran studieren. Nicht nur oberflächliches Lesen, sondern Koran studieren. Liebe Geschwister, dieses Missverständnis, dass wir dennoch mit diesem Leben zu sehr behaftet sind. Dennoch mit diesem Leben zu sehr beschäftigt sind. Und Allah Ta'ala sagt in Surat Al-Ankabut, die 29. der Anordnung nach, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Und das diesseitige Leben, ist nur Zerstreuung und Spiel. Zerstreuung und Spiel. Wenn ein Erwachsener etwas spielt, liebe Geschwister, er ist nicht im Spiel versunken, wie beispielsweise ein Kind. Er hat seinen Spaß, aber er hat noch so eine gewisse Fassung. Ja, also er würde jetzt nicht auf den Tisch springen und Juhu schreien und ja, und vorm Schlafengehen davon erzählen. Ja. Er hat eine gewisse Fassung. Und das diesseitige Leben, liebe Geschwister, es wird mit Zerstreuung und mit Spiel wiedergegeben.
Also nichts, wo man wirklich dabei sein kann. Wo man voll dabei sein kann, weil es nur ein Spiel ist, es ist Zerstreuung. Ja? Man ist mal abgelenkt. Die Gedanken kreisen um andere Dinge. Man passt mal nicht auf, man verpasst einen Zug und so weiter. Was sagt Allah Ta'ala weiter sinngemäß? Die jenseitige Wohnstätte, das, was uns im Jenseits erwartet, ist aber wahrlich das eigentliche Leben, wenn ihr es nur wüsstet. Lahiya al-Hayawan. Das Wort kennen wir in Bezug auf Tiere, stimmt's? Manche sagen auch zu einem starken Mann, ja, der ist ein Haiwan, ja, ist ein richtig starker. Hayawan, die Tiere wurden so benannt, weil sie eben nicht durch Vernunft, liebe Geschwister, diese Fassung haben. Ja, sondern wenn sie sich freuen, dann flippen sie aus. Und wenn sie wütend sind, dann flippen sie aus. Sie sind ständig irgendwie am Ausflippen. Ja, weil sie ständig in der Sache voll drin sind, mit der sie sich gerade beschäftigen. Hayawan, durch und durch von Leben erfüllt. Diese Steigerungsform allein, die sprachliche. Ja, jemand kann Radib sein, oh, dann passt auf, jemand ist gerade wütend. Aber wenn jemand Radban ist, dann verlasst den Raum, weil die Person, die kann jederzeit austicken, wenn sie Radban ist. Was ist Musa a.s. passiert, als er Radban war? Er hat die Tafeln niedergeschmissen, nachdem er gesehen hat, dass sein Volk Schirk begangen hat, nachdem er mit Allah Ta'ala verabredet war. Er war außer sich vor Wut. Ja, dieses außer sich vor Wut. Und Al-Akhirah, liebe Geschwister, da ist das gesteigerte Leben. Leben hoch drei. Hier, liebe Geschwister, ist alles ja, quasi schwarz-weiß. Ist alles eindimensional, alles langweilig. Im Vergleich zu dem, was einen im Jenseits erwartet. Und Ibn Abbas, Ibn Kathir festhielt, er sagte, das Einzige, was der Apfel des Diesseits mit dem Apfel im Jenseits gemeinsam hat, ist der Name. So sehr ist der Unterschied zwischen Diesseits und Jenseits. Die einzige Gemeinsamkeit zwischen den beiden Äpfeln, den vom Diesseits und den vom Jenseits, ist der Name. Ansonsten die Farbe, ganz anders. Der Geschmack, unvergleichlich. Der Duft, ohnegleichen. Und hier geht es nur, liebe Geschwister, um einen Apfel. Nur um einen Apfel, nur um eine Frucht, liebe Geschwister. Was können wir also tun, liebe Geschwister, um auf dieses wahre Leben uns vorzubereiten? Wir müssen uns neu einstellen. Und zwar auf die Füße stellen. Nicht auf den Kopf, sondern auf die Füße stellen. Und das tat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie berichtet wird in einem Hadith von Imam Tirmidhi. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ließ ein Schaf schlachten. Und er trug Aisha auf, das Schaf, also das Fleisch zu verteilen. Ja, die Familienmitglieder, an die Nachbarn, an die Armen und Bedürftigen etc. Ja? Und er kam nach Hause sallallahu alaihi wasallam und er fragte, ma baqiya minha, was ist vom Schaf übrig geblieben? Und sie sagte, radiallahu anha, Allahs Wohlgefallen sei mit ihr, ma baqiya minha illa katifuha, es ist nichts von ihr übrig geblieben, außer der Schulter. Und das war das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am liebsten aß. Ja, sie zeigte dadurch, dass sie das Stück, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am meisten schätzte, zurückbehalten hat. Sie zeigte ihre Liebe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, was er antwortete? Er sagte, Baqiya kulluha ghayra katifiha. Es ist alles geblieben, außer die Schulter. Alles ist da, aber die Schulter fehlt. Jetzt müssen wir nachdenken, was ist damit gemeint? Vorhanden ist die Schulter, das, was die Augen sehen und die Nase wahrzunehmen vermag. Aber der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, alles ist da, außer die Schulter. Das heißt, was sieht er in dem Moment? Er sieht nicht das Diesseits, sondern er sieht das Jenseits. Und er sieht im Jenseits ein Schaf, was auf sie wartet, ohne Schulter. Das ist dieser Jenseitsbezug. Wenn wir Abrechnung machen, ja, jetzt ist Jahresende,
gewesen. Wir machen unsere Steuererklärung ganz normal. Ja? Dann kriege ich auch von Muslime Helfen und von Islamic Relief kriege ich so Quittungen. Ja? Das kann ich dann beim Finanzamt auch angeben und habe dann auch dadurch steuerliche Vorteile. Ja, Alhamdulillah, weil das auch gemeinnützige Organisationen sind. Und dann sehe ich, oh, ich habe so viel gespendet. Aber wenn ich dann überlege, ja subhanallah, was waren eigentlich meine Dunya-Ausgaben? Ich denke an die Miete, ich denke an Wasser und Strom und an Kleidung und mal hier essen und etc. Subhan, auf einmal wird das ganz schön klein. Aber dieses Leben ist eigentlich dafür da, dass wir das Jenseits vorbereiten, liebe Geschwister. Unser Jenseits einrichten, die Wohnung im Jenseits einrichten. Ja, den Genuss kennen diejenigen, die ausziehen. Und den größeren Genuss kennen diejenigen, die ausziehen aufgrund der Heirat, ja, und dann die Wohnungseinrichtung, ja. Schöne Sache, schöne Angelegenheit. Liebe Geschwister, lasst uns unsere Wohnung im Jenseits einrichten. Und das Gefühl haben, was fehlt? Ja, du hast 100 Euro im Portemonnaie, ja. Die hast du, aber sie fehlen im Jenseits. Irgendetwas fehlt gerade im Jenseits. All das, was du für das Diesseits ausgibst und aufwendest an Mühen, das fehlt im Jenseits. Und diese Einstellung, liebe Geschwister, lass sie uns in unserem Herzen installieren. Lass sie uns haben als Grundeinstellung. Lass uns über immaterielle Güter reden. Wie erlangen wir Wissen? Wie erlangen wir Wissen? Leider, weil wir in einer Konkurrenzsituation die Wissensvermittlung oftmals erleben, ja, behalten wir uns unsere Tricks vor. Und wir lernen nicht in Gruppen, ja, wir wollen nicht das weitergeben, was wir uns angeeignet haben. Aber der Philosoph vor 2000 Jahren, Seneca, der römische Philosoph, er sagte, während wir lehren, lernen wir. Und Studien, liebe Geschwister, zahlreiche Studien beschreiben den Lerneffekt des Lehrenden. Den Lerneffekt des Lehrenden. Und dasselbe gilt auch in Bezug auf Geschwisterkinder, wo eine Synergie festgestellt wird, dass Geschwisterkinder voneinander profitieren. Gerade diejenigen, die Verantwortung für andere tragen, was oft, aber nicht immer, auch mit dem höheren Alter zusammenhängt. Oft, aber nicht immer mit dem höheren Alter zusammenhängt. Dass man Entwicklungsfortschritte bei denen beobachtet, die Verantwortung für Jüngere oder für andere Geschwister tragen. Das heißt, lass uns in Lerngruppen uns begeben und Wissen weitergeben. Wissen weitergeben. Die Jüngeren gegenüber den, die Älteren gegenüber den Jüngeren insbesondere. Ja, die Achtklässler gegenüber den Siebklässlern und so weiter. Dieses Mentorsystem haben. Und Allah Ta'ala, liebe Geschwister, wird einem immer Wissen zukommen lassen, wenn man es weiter lehrt. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem authentischen Hadith, dass sogar die Fische im Meer und die Ameisen in ihren Bauten Dua für denjenigen machen, der anderen Menschen Wissen beibringt. Und die Engel sind auch erwähnt, ja. Die Engel sind auch erwähnt. Also die gesamte Schöpfung, liebe Geschwister, ja, Schöpfungen wie Ameisen und Fische, ja, und die ehrwürdigen Engel, ja, subhanallah, sie alle machen Dua für denjenigen, der anderen Wissen beibringt. Und so sollten wir sein. Ja, wir sollten durch das Lehren Baraka verbreiten und wie gesagt auch für uns Baraka absichern. Und das sagte auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, die Anwesenden sollen die Abwesenden informieren. Und Omar beispielsweise, er pflegte sich abzuwechseln. Ein Tag, an dem er der weltlichen Arbeit nachging und sein Partner verbrachte den Tag mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und am Abend tauschten sie sich aus. Und für den nächsten Tag haben sie einen Tausch vorgesehen und so ging das immer weiter. Ja, weil auch die Sahabis gingen ihren weltlichen Beschäftigungen immer noch nach. Ansehen. Wie erlangen, ist auch ein immaterielles Gut, wie bekommt man Ansehen? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ. Keiner verhält sich demütig für Allah, außer dass Allah Ta'ala ihn
erhebt. Außer dass Allah Ta'ala ihn erhebt. Was ist damit gemeint? Imam an-Nawawi, er sagte, das hat zwei mögliche Bedeutungen. Die eine mögliche Bedeutung, dass derjenige, der sich demütig vor Allah Ta'ala verhält, also nicht hochmütig, sondern demütig vor Allah Ta'ala verhält, in den Augen und Herzen der Menschen in dieser Welt erhöht Allah Ta'ala diese Person. Diese Menschen werden ihn also mit Bewunderung anschauen, mit Respekt anschauen. Ja, in ihren Augen und in ihren Herzen in dieser Welt. Und Imam an-Nawawi, er sagte, die zweite Erklärungsmöglichkeit ist, dass damit das Jenseits gemeint ist. Beides ist hier möglich. Und wisst ihr, was einige Gelehrte gesagt haben? Beides ist damit gemeint. Beides ist damit gemeint. Sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Das heißt, dass durch Demut, liebe Geschwister, durch gelebte Demut, erhöht uns Allah Ta'ala. Wer ansehen will, der möge sich demütigen. Ibn al-Qayyim, er sagte wundervolle Worte über die Demut. Er sagte, Demut, wenn es schwer ist, dass man das im Herzen fühlt. Wie erreicht man Demut? Er sagte, denkt an die Vollkommenheit Allah Ta'alas. Denkt an seine Eigenschaften. Und das lässt die Demut in einem wachsen. Und er sagte weiterhin, denkt an eure Fehler und an eure Sünden. Ja? Wir alle, wir haben oft nur unsere Heldentaten vielleicht in Erinnerung. Aber lasst uns an unsere Fehler denken, lasst uns an unsere Sünden denken, lasst uns an diejenigen Dinge denken, die uns beschämen. Und die Verbundenheit mit Allah Ta'alas Vollkommenheit und die Erinnerung bezüglich der eigenen Schwächen und Sünden und bezüglich der eigenen Fehlbarkeit, dies lässt Demut in einem wachsen. Und er sagte weiter, dass Demut bedeutet, dass man sich nicht besser als andere Menschen sieht. Und dass man anderen ihre Rechte vorher absichert, bevor man sich um sich selbst kümmert. Man schaut also nicht auf andere Menschen hinab. Omar, er fand dazu, immer von anderen besser zu denken. Immer. Und ich möchte euch teilen, wie. Mit euch teilen, wie. Er sagte, wenn er Jüngere sieht, ja, ich meine, die haben noch nichts erreicht, die Jüngeren, gerade im Vergleich zu Omar. Aber er sieht dann, dass sie weniger Sünden gemacht haben. Das stellt er sich so vor. Er sagt, ja, die sind noch nicht sehr alt. Die haben bestimmt weniger Sünden als ich gemacht. So betrachtete er die Jüngeren. Wie betrachtet er dann die Älteren? Ja. Hat er dann denselben Maßstab angelegt? Sagt, oh, die haben bestimmt viel mehr gesündigt als ich. Nein. Er betrachtete die Älteren in Bezug auf ihre guten Taten. Oh, die sind viel älter als ich. Die haben auch viel mehr gute Taten begangen. Ja, das heißt, ein Scheitan, er würde das umdrehen. Er würde sagen, ja, die Jüngeren, die haben ja noch nicht so viele gute Taten wie ich. Ja, und die Älteren, guck mal, wie viele Sünden sie haben. Aber Omar, er erzog sein Herz dazu, bei den Älteren immer zu vermuten, ah, sie haben viel mehr gute Taten als ich vollbracht. Aber die Sünden sah er nicht. Und in Bezug auf die Jüngeren hat er sich nicht auf die Taten konzentriert, die sie tun konnten oder nicht tun konnten, sondern in Bezug auf ihre geringeren Möglichkeiten, zeitlich betrachtet, Sünden zu begehen. Da ich beim letzten Mal schlimm überzogen habe, ich schaue immer mal wieder auf die Uhr, lass uns Allah Ta'ala jetzt um Vergebung bitten. Es ist eine besondere Zeit, wie die Gelehrten sagen, in der das Bittgebet eine besondere Erhöhung erfährt. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Lass uns über das Geldverdienen reden, liebe Geschwister. Wie kommen wir an Geld? Zunächst einmal müssen wir wissen, dass der Prophet garantierte, sallallahu alaihi wasallam, ما نقصت صدقة من المال, min mal.
Das, was du spendest, wird niemals von deinem Vermögen etwas abziehen. Egal, was du spendest, es wird niemals etwas von deinem Vermögen abziehen. Kennen wir diese peinlichen Geschichten, wie wir Geld verloren haben? Handy liegen lassen, Handy gekauft, 2 Tage später kaputt gegangen, dies verloren, das nicht richtig gehandhabt, etwas vergessen, rechtzeitig einzuschicken. Wir alle kennen diese peinlichen Geschichten, stimmt's? So, wenn wir tief genug in unsere Erinnerung graben, die uns ja immer, vor der wir uns auch schützen durch Verdrängung, wir werden finden, wie viel Geld wir verloren haben. Vielleicht war genau dieses Geld, liebe Geschwister, für Sadaka bestimmt. Und das, was wir als Sadaka gegeben, wäre uns so oder so irgendwie verloren gegangen. Manche Menschen, subhanallah, sie haben etwas, aber sie haben keinen Nutzen davon. Ich kenne diese Person, weil die Geschichte hört sich zu verrückt an, als dass man sie glaubt. Aber ich kenne diese Person. Ja? Ich kenne diese Person. Sie ist meine Nachbarin. Sie sagt, ihr Ehemann hat zu seinem 50. Geburtstag sich besonderes Porzellan im Wert von über 2000 Mark gekauft. So ein Teeservice. Und sie haben sich gesagt, sie werden es benutzen, wenn er 80 wurde. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Sie haben das Teeservice in die Vitrine gestellt und der Mann wurde keine 80. Man hat Dinge und dann hat man sie nicht. Aber kein Vermögen wird geringer durch Spende. Das garantierte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umgekehrt, وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. Und kein Diener öffnet die Tür des Bettelns, außer dass Allah Ta'ala ihm die Tür der Armut öffnet. Und wir betteln nicht einfach so. Oh, gib mir dies, gib mir das, gib mir dies, gib mir das. Wenn du das tust, du denkst, du kommst zu Vermögen, aber in Wirklichkeit, was passiert? Du kommst nicht zu Vermögen, sondern Allah Ta'ala öffnet dir eine Tür zur Armut. Allah Ta'ala, liebe Geschwister, er verspricht im Koran, وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Und verheiratet die Unverheirateten unter euch und die gottgefällig Guttuenden von euren Dienern und euren Dienerinnen. Sollten sie arm sein, in yakunu fuqara, erst was einem immer kommt, gesellschaftlich bedingt, ja, wir haben nicht Geld, wir haben kein Geld, dieses und jenes ist noch nicht da. Sollten sie arm sein, wird Allah sie von seiner Gunst reich machen. Und Allah ist allumfassend, allwissend. Allah Ta'ala, liebe Geschwister, hat hier den Reichtum mit der Heirat verknüpft. Aber wir müssen das noch tiefer studieren, denn diese Aya verdient ein tieferes Studium. Ibn Kathir, er erklärt diese Aya dahingehend, derjenige, der sich sittsam verhalten möchte, der keusch sein möchte, der keine Sünde begehen möchte, Allah Ta'ala garantiert ihm durch diese Aya den Reichtum in Form der Heirat. Er sagte, die Heirat ist in dem Sinne der Reichtum. Das heißt, Heirat wurde mit Reichtum gleichgesetzt. All das, was Menschen durch Reichtum versuchen zu erlangen, liebe Geschwister, Allah Ta'ala legte es in die Heirat. Ja, das gute Gefühl, was damit einhergeht. Ja, Zufriedenheit. Das, was man sich durch Reichtum erhofft, liebe Geschwister, findet man in Heirat. Und er sagte, Allah Ta'ala wird einen mit dem Nötigsten versorgen. Ibn Mas'ud, er sagte, sucht Rina durch Heirat. Aber was ist mit Rina gemeint, liebe Geschwister? Die Gelehrten waren sich darin nicht einig. Ibn Ashur, er sagte, dass diese Aya ein Beleg dafür ist, dass durch die Heirat materieller Reichtum, ja, also der Vermögenserwerb, erleichtert wird. Oder durch die Heirat der Vermögenserwerb einhergeht. Aber As-Samarqandi, er sagte, es gibt 2 Arten, wie man dies zu verstehen hat. Die eine, der geringere Reichtum, damit ist der materielle Reichtum gemeint. Aber der großartigere Reichtum, das ist, wie gesagt, die Zufriedenheit. Und er belegte
dies durch den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ليس الغناء عن كثرة العرض ولكن الغناء غنى النفس. Reichtum bedeutet nicht, viele Vermögensgüter zu haben, sondern bedeutet im Herzen, also den Reichtum im Herzen, den inneren Reichtum. Ja, Al-Qana'a in der arabischen Sprache. Und Imam Al-Qurtubi, er sagte, dass die Heirat an sich dieser Reichtum bedeuten kann, dass der versprochene Reichtum, also der materielle Reichtum, nicht unbedingt sofort einsetzen muss, aber später kommen kann, oder auch später kommen kann, auch nicht unbedingt von Dauer sein muss, weil wir kennen auch Ehepaare, die natürlich weniger haben, ja, oder regelmäßig weniger haben. Und Allah Ta'ala, er sagte, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, und er sprach über die Familien, die durch Heirat verbunden wurden, und er hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesetzt. Das heißt, die Heirat ist auch ein Weg, wie man Liebe und Barmherzigkeit in sein Leben bekommen kann. Allah Ta'ala möge uns, liebe Geschwister, die richtige Einstellung zu den Dingen geben, und möge diese Khutba dazu beitragen, möge ein jeder von uns ein Sparrind zu Hause haben oder ein Sparschaf, ja, und sich für das Leben vorbereiten, ja, und das Spenden dabei nicht vergessen, Al-Akhira dabei nicht vergessen und die Heirat nicht aufschieben aus Angst vor Armut, denn Allah Ta'ala, liebe Geschwister, er garantiert im Positiven das Gegenteil, nämlich den Reichtum. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, wir bitten dich mit all deinen Namen, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute, und lass uns zu den Letzteren zählen, lass uns Gefolgsleute des Propheten Muhammad sein, sallallahu alaihi wasallam, auf die er stolz ist, oh Allah, aus dessen Hand wir trinken wollen am Tage des Gerichts, um danach nie wieder Durst zu verspüren. Allahumma amin. Oh Allah, bitte vergib uns unsere Sünden, bitte lass uns unsere Gebete lieben, oh Allah. Bitte lasse uns verbunden sein mit der Moschee. Lasse uns aktiv sein in der muslimischen Umma. Lass uns ein Zahnrad in der Umma sein, oh Allah. Oh Allah, für alle Menschen, die schwer geprüft sind durch Naturkatastrophen, oh Allah. Für unsere Geschwister in Indonesien, oh Allah. Bitte erleichtere ihnen ihre Prüfung und schenke ihnen Reichtum, nachdem du sie geprüft hast, mit Verlust, oh Allah. Und schenke ihnen Iman und Taqwa und Genügsamkeit und die Solidarität der muslimischen Umma, oh Allah, Allahumma amin. Oh Allah, für all diejenigen, die geprüft werden durch Unterdrückung und Kriege, oh Allah, die Gefangenschaft erleiden, die Verfolgung erleiden, die Vertreibung erleiden, oh Allah, bitte stehe ihnen bei und schenke ihnen Erleichterung nach dieser Erschwernis und schenke ihnen diese Erleichterung durch unsere Hände, oh Allah. Helf uns, dass wir ihnen beistehen, oh Allah. Helf uns, dass wir teilen von dem, was wir haben, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, bitte heile die Kranken und bitte vergebe den Verstorbenen, die deine Einheit bezeugen, oh Allah, und deine Propheten akzeptierten aus Liebe, oh Allah. Und bitte vergib den Lebenden gleichermaßen. Oh Allah, bitte rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst, und lasse uns Werkzeug dazu sein. Allahumma amin. Bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und schenke uns Zuflucht, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.